Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout und willkommen zurück in Junktown. Hier haben wir gerade die Quest mit Gizmo erledigt. Also das heißt, wir haben für Killian gearbeitet und Gizmo erledigt. Ja, das war notwendig, finde ich, weil das war einfach nur ein böser Schurke. Warte mal, diese Tür hier, wir haben ja alles durchsucht, oder? Ich habe hier Gizmo durchsucht, da war nichts. Ich habe seinen Kumpel hier Iso untersucht, da war auch nichts. Aber wir brauchen noch einen Schlüssel für diese Tür hier. Der Schrank ist leer. War da drin noch was gehabt? Das gibt's ja gar nicht, Leute. Irgendwo muss der Schlüssel sein, um in die Bude von Gizmo zu kommen. Nee. Merkst du? Ich kann nicht mehr laufen. Doch. Achso, ich hatte hier den falschen Cursor. Warte mal. Wir probieren es nochmal mit Schloss knacken. Aber ich glaube nicht, dass das geht, oder? Nee. Du konntest das Schloss nicht aufbrechen. Wie wär's mit... Haben wir noch Dynamit? Warte mal. Ich habe da noch Dynamit einstecken, aber ich weiß nicht, ob das so die richtige Wahl ist. Vielleicht. Das hat keinerlei Wirkung. Komm mal her, Hundi. Habe ich noch was anderes? Ein Seil, der Rucksack? Kann ich den anziehen? Nee. Ein einfacher Rucksack mit zusätzlichem Tragegurt. Gewicht 5 Pfund. Kann ich den vielleicht nutzen? Kann ich den? Nee, da steht gar. Och, 125 Gewicht haben wir jetzt, oder? Ach so, da kann ich was reinpacken, oder was? Habe ich das jetzt richtig verstanden, oder hat er den jetzt angelegt? Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Da kann ich was reinpacken dann scheinbar. Gut. Gut zu wissen. Ich habe nichts bekommen. Keinen Schlüssel oder so, ne? Eine Mauser, was macht die? Bla 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 bla. Mindeststärke 3, 5 von 7 Schuss. Munition 9mm Kugeln. Ist die gut? Schaden 1 bis 3. Hm. 7 Pfund. Schaden. Nee, achso, das ist. Schaden 5 bis 12 und du hast. 5 bis 10. Ne, gut, dann. Was hast du für einen Schaden? 8 bis 20. Das ist gar nicht schlecht. Die Magnum hat. 10 bis 16, also besser als die hier auf jeden Fall. Als die kleine MG, aber die möchte ich eigentlich gerne noch verballern, oder? Ich muss hier nicht. 1 bis 3. Ja. Luftgewehr. Was soll ich damit anfangen, bitte? Nee, ich glaube, es wäre ganz clever, wenn ich jetzt schon die, die starken Waffen erstmal beiseite lege und später nutze, weil ich dann noch viel Munition dafür habe. Was war denn das hier nochmal? Eine Packung Nudeln. Ah ja. Eine verstaubte Kiste, warte mal. Du bist nicht sicher, was das sein könnte, aber es ist bestimmt nicht mehr essbar. Vielleicht ist es das nie gewesen. Gewicht 2 Pfund. Achso, das ist ja. Okay. Soll ich vielleicht das Dynamit mal nutzen? Dynamit. Hochexplosiver Sprengstoff aus Nitroglycerin, gemischt mit der absorbierenden Substanz Kieselgur. Genau. Mit Zeitzünder. Soll ich das mal machen? Soll ich die Tür sprengen? Ich meine, ich habe nur ein Dynamit, aber... Und ich weiß noch nicht, ob das so die gute Idee ist. Aber ich mach's mal. Warte. Ich geh mal kurz hier hin. Je näher, desto besser. Eine Minute? Oh, 50 Sekunden, komm. Done. Oh nein, kann ich das... Muss ich das... Ich muss das jetzt ablegen hier, oder? Ganz schnell. Ich spreng mich jetzt selbst, das weiß ich. Wo haben wir's denn? Ah! Schnell! So, ablegen. Und weg hier. Weg, Hundi. Komm mit. Komm mit. Schnell. Oh Gott. Ich weiß noch nicht, ob das gut geht jetzt. Achtung. Wird das explodieren? Dauert das jetzt echt 50 Sekunden Realtime, oder was? Hätte ich ja gar nicht so Panik kriegen brauchen. Oh. Die Tür ist auf. Yes. Wir haben die Tür aufgesprengt. Wenn sich das jetzt nicht gelohnt hat, dann werde ich das Spiel laden, Leute. Das klappt aber. Eine Kommode. Und? Nichts. Na toll. Ich kann mir denken, dass es nichts gebracht hat. Pass mal auf. Oh. Was ist das? Ein Zippo? Aha. Ein Feuerzeug. Gewehre und Kugeln. Okay. Nehmen wir mit. Und? Eine Tasche. Nehmen wir alles mit. Ach man, hätte ich jetzt Schlossknacken beherrscht, wisst ihr? Dann wäre das ganz einfach gewesen. Aber mit dem Dings hier, mit dem Buch, können wir bestimmt unsere Fähigkeiten verbessern.
Na klar. Du lernst, mit Waffen besser umzugehen. Eine Tasche. Tasche mittlerer Größe aus gewebtem Brahmin-Haaren. Gewicht 3 Pfund. Und da sind ein paar Kronkorken drin. Kann ich die irgendwie da rausnehmen? Kann ich die mal ablegen oder was? Alle. Dann. Okay, das war jetzt doof, was ich da gemacht habe. Ne, die sind sie. Da sind sie doch. Die Kronkorken. Habe ich die jetzt auch in meine normale Tasche gepackt? Ne, jetzt ernsthaft, das soll es gewesen sein. Das war ein bisschen mager, finde ich, die Ausbeute. Okay, ne, hat sie echt da raus. Gut, dann werde ich die verkaufen, den Beutel. Oder? Der wiegt ja einfach nur extra, der 123 Gewicht. Für wie viel habe ich denn Platz? Warte mal. Charakter? 150 Tragekapazität. Okay. Nee, das sieht ganz gut aus. Ja, dann sind wir soweit fertig, oder? Ich kann auch mal an den Boxring, was mir aber nichts bringt. Hallo? Will er da nicht hinlaufen? Nee, schade, dann war das jetzt schon alles. Ich dachte, da gibt es noch ein bisschen was. Oh, die Map. Geht gar nicht mit M. Okay, daneben, da oben geht's schon wieder raus. Das war's also quasi schon. Mehr gibt's hier nicht. Das war nur das mit Gizmo, Killian und dann habe ich die ganze Sache schon gelöst, oder was? Na, schade ein bisschen. So ein bisschen schade. Okay, hier hat man nichts, ne? Da noch was? Oh, die Kommode habe ich gar nicht durchsucht. Ha, seht ihr mal. Fällt mir, glaube ich, gerade so auf. Habe ich? Ne, ist aber nichts drin. Okay, da oben geht's echt raus. Ja, leider. Leider, leider. Kann ich da nicht an den Eingang zurück? Direkt, wenn ich hier hingehe? Junktown. Und da, ah, Casino, Cash House und der Eingang. Da gehen wir doch hin. So, Kumpels. Alles gut bei euch. Guten Tag, Reisender. Ja, handeln wir mal. Hast du noch... Oh, da hat Schrot. Was ist das? Ein Funkgerät. Was? Nee, nee, nee. Falsch. Oh Gott. Nee. Ist mir zu teuer. Sonst hätte ich ihm das einfach mal abgekauft. Oder? 291 ist nicht die Welt. Komm, ich kauf's mal. Dafür kriegst du meinen ganzen unnützen Ramsch, den ich sowieso nicht brauche. Wie wär's mit dem Ding hier? Gibt 20. Den Nudeln. Eine Packung Nudeln. Nee, die behalte ich mal. Ach, guck mal, da will sogar den... Ich weiß nicht, ob ich das nochmal brauche. Wow, das Luftgewehr. Krass. Warum gibst du mir so viel dafür? Ist okay, ich meine, ne? Kann man machen. Oh, ne, so viel wollte ich gar nicht. 291, ne, das ist ein bisschen zu viel. Es gibt der Sack. Da kann man das noch und das Zippo werde ich mal behalten. Auf jeden Fall. Die... Oh! Bitte was? Die Luger? Ach du Elend, warum gibt ihr mir so viel Kohle dafür? Eine Handgranate? Ja. Ich weiß halt echt nicht, was ich mit dem Funkgerät anstellen soll, aber es kann sich ja noch als nützlich erweisen. Schauen wir mal. So, du willst noch 291, das sind 46. 46, okay. Dankeschön. Ich hoffe echt, das war eine gute Idee, dass ich ihm alles verkauft habe. Diesen ganzen Ramsch. Wollten aber vorbeischauen. Tschüss. Also die Pistole, ist die gut oder war die jetzt nicht so gut? Ich meine, wer bist du? Die Junktown-Wache. Wache. Wache. Und noch eine Wache. Wo war nochmal Killian? Da ist das Gefängnis. Das Hospital. Ich muss irgendwie rausfinden, was ich im Hospital noch machen kann. Die sind da alle ein bisschen komisch, allesamt. Und du warst nochmal... Niemand, ne? Du warst nur ein Bürger. Kann ich da irgendwas untersuchen? Was mitgehen lassen? Nö, gar nicht. Aber ich rede noch mit ihm hier. Mit der Wache vom Jail. Ja, wer bist du? Ich bin Andrew. Mein Job ist es, das Gefängnis zu bewachen. Was machst du? Ich bewache das Junktown-Gefängnis. Achso, das hatten wir schon. Ja, ja. Tschüss. Ne, tschüss. So. Nee, schade. Wenn ich nochmal mit dem Doktor reden könnte, vielleicht hat er noch ein paar Stimpacks für mich, die ich ihm abkaufen kann. Bin ich gar nicht so ungeschickt, wenn das ginge. So, ach, da ist er ja, der Doc. Moin.
Unbefugter, das ist ein privates Zimmer. Warte. Warum sollte ich? Ich bin keine Gefahr für dich. Versuch nicht, dich schon wieder rauszureden. Okay. Wart, jetzt. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt, Kumpel. Nee, warte mal, ich mach einen Burst auf dich. In dein Gesicht. Oh, ich habe beide getroffen. 34 Trefferpunkte. Woot! Und Gretsch wurde für 30 Trefferpunkte kritisch getroffen. Krass. Warte. Reload. Hau sie. Wie ihn die immer verhauen will. Das ist alles, was du kannst. Au. Mobbit benutzt Stimpak? Was? Macht man aber nicht. Das ist feige. Warte. Ins Gesicht. Bam. Für 7. Okay. Jawoll. Friss ihn. Au. Für 1 Trefferpunkt. Für 2. Warum verhaust du mich denn jetzt? Genau. Hau ihn, Ian. Hau ihn tot. Also mal echt jetzt. Warum machen die das mit mir? Bam. Ja, ich hab... Was? Du hast voll daneben getroffen. Der liegt auf dem Boden und ich treffe ihn nicht. Komm, beiß ihn kaputt. Dogmeat. Für 1 Trefferpunkt? Oh. Er steht für... Was? Kannst du mal Dogmeat in Ruhe lassen, bitte? Uff. Das ist ein kranker Typ hier. Na, weißt du, ich bin so eine Lusche mit Feuerwaffen. Warum treffe ich das nicht? Ey, ey. Wie ihm überhaupt keinen Schaden macht. Ich finde das lustig. Jawohl, verhau den Doc. So, tot ist tot. Jetzt mal ernsthaft, Leute. Was soll das für ein Käse? Oh, Reload, Combat. Was soll denn das? Der ist abgeschlossen. Ein Tisch. Ich habe das letztes Mal, glaube ich, nicht durchsucht, weil die mich dabei gestört haben. Das heißt, die wollten das eben nicht, dass ich das durchsuche. Da ist auch nichts drin. Sag mal. Pack die Waffe weg. Pack die scheiß Waffe weg. Achso, Stimpaks? Oh ja. Er hat ein Kit. Ein Werkzeug? Ein Werkzeug. Ja, warum nicht? Nee, ganz ehrlich, Leute, ich kann da nichts für. Oh, was? Der Kühlschrank ist gefüllt mit Organen und Körperteilen. Oh, geil. Kann ich da irgendwas machen? Nee. Oh, der hat auch so eine SMG. Danke. Ich finde das nicht gut, was die hier machen. Und noch mehr Menschenfleisch wahrscheinlich. Mit Tomaten drauf. Sehr gut. Kann ich das vielleicht... Na, kann ich das irgendwie mit dem Werkzeug... Warte mal. Ich das mit dem Werkzeug irgendwie aufkriegen. Ich meine, ich bin kein Spezialist im Schlösserknacken. Das ist einfach nur ein Werkzeug. Hm, das hat keinerlei Wirkung. Okay. Ich guck mir das mal an, das Werkzeug. Ich hätte vielleicht doch mal Schlossknacken skillen sollen, ne? So ein bisschen. Verschiedene hervorragende Werkzeuge, darunter sehr nützliche Dinge. Gewicht 1 Pfund. Aha, fantastisch. Was habe ich davon? Kann ich mir die irgendwie hier reinpacken? Als Ausrüstungsgegenstand, den ich gerade aktiv nutze. Naja, kann ich nicht. Hier meine ich dann. Ja, geht. Geht. Use on dies. Keinerlei Wirkung. Ach komm schon. Macht er nicht. Hier vielleicht? Auch nicht. Na gut, wahrscheinlich kämpfen die oben jetzt auch noch gegen uns. Ein Traum. Ein Traum. Ich dann nicht wieder raus? Hallo? Ach, jetzt. Dann komme ich nochmal wieder, wenn ich Schloss knacken kann. Na, wollt ihr was, Jungs, oder? Alles cool bei euch. Wollt ihr was? Oh ja, die wollen was. Au! Für 10! Ah ja, gut, ich hau mal kurz ab, ja? Tschüss! Wechsel mal die Waffe. Lass die mal zu mir kommen. Jawoll, Ian, hau sie tot! Oh, bloß nicht Dogmeat töten jetzt, ja? Ich hab nicht gespeichert, das könnte ins Auge gehen. Burst. Bra! Und wie viel? 26, cool. Für 8 Punkte, gut. Jawoll, einen haben wir schon mal tot. Oh, hörst du auf Dogmeat zu schießen? Aber wie viel sind denn das? Wie viele Schritte? 5. Verdammt, 4. 4. Kann ich noch... Nein, ich kann nicht mehr schießen.
Kacke. Doggy, töte ihn. Jawoll, friss ihn. Ist guter Hund. Guter Hund. Er hat ihn aufgefressen. Voll gut. Oh ja, die haben den ganzen Kram dabei. Nee, also Leute, tut mir echt leid. Wenn ich da jetzt Mist gebaut habe, dann ist das nicht meine Schuld. Diese Kerle waren garstig. Kann ich ihnen eigentlich auch was zum Tragen geben, oder wie ist das? Ich weiß gar nicht, wie viel Gewicht ich gerade mit mir trage. Hä? Ach, das geht nicht mehr. Ach, schade. Warte mal, dann werde ich erstmal, Inventory. Ich muss was verkaufen bei Killian. Ich hoffe mal, das hält noch bis nächstes Mal hier alles. Yeah! Und ich habe 149 Gewicht, verdammt. Ian, ich muss mal ganz kurz mit dir quatschen. Beziehungsweise muss ich mich erstmal hier heilen. Erste Hilfe auf mich. Wusch. Und? Bringt's was? Bitte? 4 Punkte. Machen wir gleich nochmal. Ja, ich habe nicht angefangen. Wirklich nicht. Ich wollte ganz normal mit dem Doktor reden und ich werde das jetzt nicht irgendwie laden. 5. Achso, ich habe irgendwie gedacht, ich hätte 25 wiederhergestellt. Das wäre ein bisschen krass. Düdelüt. Einmal verbinden. Na, 3. Und es gibt jedes Mal Erfahrungspunkte. Finde ich super nett. Und nochmal erste Hilfe. Ja, die Anstrengung könnte dich töten. Oh Gott. Ist ja furchtbar. Hier, hast du nicht ein Inventar oder so? Mit welchen Waffen kannst du umgehen? Ich kann so ziemlich mit jeder Art von Pistole gut schießen und ich kann auch mit einer halbautomatischen Knarre umgehen. Ein Messer kann ich auch einsetzen. Kannst du mir sagen, wie ich hab und Junktown komme? Das haben wir schon gehabt. Zieh deine beste Waffe, wenn wir das nächste Mal kämpfen. Ja, klar doch. Kann ich dir nicht irgendwas geben, Bata? Muss ich handeln mit ihm, ne? Weil sonst geht das nicht. Warte mal, er hat noch Stimpacks, aber die braucht er jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Warte mal, ich gebe ihm mal ein paar von denen hier. Oh, was? Achso, das sind immer Magazine, ne? Also, 17. Ja, okay. Dann kriegst du noch eins. Dann. Alle. So, was willst du dafür haben? 166, das ist gut. Das ist gut. Was kann ich ihm denn noch geben? Ich glaube ja, er hat ja die normale Pistole, ne? Ja, die 10mm Pistole. Oder 9mm sind das? 10mm JHP, genau. Problem ist halt, ich kann ihm nichts geben, was ihm mehr bringen würde. Oder ich gebe ihm eine Schrotflinte. Da wird er aber richtig... Muss er richtig latzen für. Nee. Das geht so nicht. Da mache ich ziemlich viel Verlust, wenn ich das mache. Na, eine Lederjacke hat er scheinbar schon an. Ich gebe ihm das einfach mal. Oh, das ist... Mann, das ist viel zu viel Geld. Willst du hier was von? 136. Geht noch eins. Hallo? Und dann... Noch eins. Da geht noch eins. Hä? Ist das echt so wenig? Ich krieg da gerade mal 8. Ach, komm, ist egal. Da, bitteschön. Nimm. Na, jetzt hat er wenigstens wieder Munition. Na. So. Oh, das ist ein gutes Geschäft. Nichts weg ist es einfach. Ja, jetzt hat er wenigstens wieder ein bisschen Munition, ne? Und ich würde sagen, ich wechsle mal wieder die Waffen. Ach so, ich wollte ja noch den einen Kerl hier durchsuchen. Gib, gib, gib. Jetzt kann ich das auch tragen. Na, immer noch nicht. Ich hätte gerne auch die Schrotflinte. Die war nämlich richtig gut. Also richtig geldmäßig war die gut. Warte mal, die schmeiße ich mal hier irgendwo auf den Boden. Dann finde ich die gleich wieder. Oder soll ich das Ding Ian geben? Da muss ich ihm aber wieder verkaufen. Das ist so doof, dass ich ihm nicht einfach kurz was anvertrauen kann und er legt es mir dann irgendwann wieder zurück. Das finde ich echt ein bisschen unpraktisch. So, weg damit. 142 Pfund. Kannst du mal laufen? Nicht, dass er jetzt hingeht, Ian, und sagt so, ja, ich habe da was gefunden, das stecke ich jetzt mal ein. Hoffentlich nicht. Das Werkzeug kommt weg. Also ich hoffe mal, da dreht mir jetzt keiner einen Strick draus, dass ich den Doktor und seine Kumpanen da, ne? Wirklich, die haben angefangen, ihr habt es gesehen, ich war ganz nett, ja. Bin immer nett. Und dann sowas. So. Was? Naja, immer. Ne? Immer. Immer ist ein bisschen übertrieben. Aber manchmal. Bin manchmal nett. So.
Kilian. Howdy. What can I do for you today? Ich will was kaufen. Well, that's a damn fine coincidence. Ja. Das hast du dann alles. Ich muss auf jeden Fall ein paar Waffen loswerden. Unter anderem diese komische BB-Gun, dieses Luftgewehr. Und vielleicht eine Schrot? Warte mal, kann ich die noch entladen? Ne. 1100, alter Verwalter. Erstmal die. Das ist gar nichts, guck mal. Alle. 317. Alle. 760. 800. Oh, jetzt wird's langsam interessant. Vielleicht ein Messer für Ian zurück? Warte mal. Vielleicht noch die Lederjacke kannst du haben. Oh, sieht gut aus. Das sieht gut aus. Was macht das Feuerzeug? Offer? Will er nicht. Schade. Ich dachte, ich kann ihm jetzt schon ein bisschen was aus den Rippen leiern, aber das geht nicht. Ich gebe ihm mal 50. Vielleicht akzeptiert er das. Nein, er will natürlich genau 51. Das ist so lächerlich. Ich habe irgendwie kein Handelsgeschick. Naja, ihr sagtet ja schon, das ist immer ein feststehender Preis. Der wird einfach nur geringer oder höher, wenn man verkauft, je mehr Handelsskill man besitzt. Aber gut, wir sind hier fertig, glaube ich. Ich hole mir noch ganz kurz wieder die Rüstung, die auf dem Boden lag. Und die werde ich dann in der nächsten Stadt verschachern. Wenn da noch die Möglichkeit dazu besteht. Ich hätte auch die ganzen Typen killen können. Die ganzen Raider, wenn ich so drüber nachdenke. Talia? Talia hatten, glaube ich. Talia hieß sie. Wenn es hier noch was gibt, dann schreibt mir das ruhig, Leute. Wenn ich jetzt was vergessen habe, ist das natürlich ärgerlich. Aber ich kann ja jederzeit zurückkommen, hoffe ich doch. Ich habe jetzt auch mal die Zahl umgelegt. Dass ich jetzt zum Beispiel auch sehe, wie viel Zeit vergangen ist. Die Raiders, Junktown, Shady Sands. Habe ich irgendwas hier vergessen? Weil es fehlt ja offensichtlich noch ein Punkt. Also ich meine, ne, da fehlt noch einer zwischen Raiders und The Hub. Bin ich ja gespannt, The Hub. Hoffentlich haben die hier was. The Hub Trading Corporation oder Company. Oh, hier ist ja einiges los, du. Wer ist das? Caravan-Fahrer. Matt. Wie kann ich behilflich sein? Was ist das hier für ein Ort? Dies ist der Hub, ein Handelszentrum für das Ödland. Das ist die größte Stadt, die ich kenne. Man findet hier alles, was man braucht. Und wenn du Arbeit suchst, bist du hier genau richtig. Fast jeder scheint hier jemanden anzuheuern zu wollen. Für legale oder illegale Jobs. Kannst du mir sagen, wo ich einen Steuerchip finden kann? Einen Steuerchip? Wow, da hast du mich kalt erwischt. Hab hier noch nie davon gehört. Geh doch mal beim Krämerladen in der Stadt vorbei. Die könnten dir vielleicht weiterhelfen. Und was machen die ganzen Karren hier? Das sind die Caravans. Wir karren Güter fast überall im Ödland hin. Junktown, die Brotherhood, Shady Sands und sonst wo. Nur von Necropolis und der Glow halten wir uns fern. Bla. Ja, ist egal. Auf jeden Fall ist die Gruppe auf der anderen Seite gerade angekommen. Auf Straßenseite. Ist das nicht der Caravan, den ich vorhin gesehen habe? Ja, das kann man wohl sagen. Nach einiger Zeit sehen alle gleich aus. Sind sie aber nicht. 100 pro. Und wo kann ich einen Job finden? Du kannst dir so ziemlich jeden im Hub fragen. Oder du kannst dir die schwarzen Bretter ansehen. Hier im Hub gab es ein paar davon. Auf jeden Fall gibt es hier mehr Jobs als Leute. Das ist gut. Das ist sehr gut. Handeln wir mal. Hast du was Schönes für mich? Der hat gar nichts. Na gut. Der hat gar nichts, der gute Matt. Dann gehen wir mal. Tschüss. Was bist du für einer? Caravan-Fahrer. Fahrer. Fahrt ihr alle rum hier, oder was? Ah, ein Anhänger. Der Apokalypse, oder was? Wird ein langer Tag heute. Achso, der redet immer nur so mit mir. Caravan-Fahrer. Ein Gestrüpp. Die Frau ist ein Gestrüpp. So, reden wir mit dir. Luke, die Macht ist mit dir. Ja, wie kann ich behilflich sein? Kannst du mir sagen, wo ich einen Steuerchip finden kann? Wow, hast mich kalt erwischt. Okay, der sagt genau dasselbe. Ja. Krämerladen also. Der hat auch nichts zum Handeln. Warum kann ich mit denen allen handeln, wenn die nicht handeln wollen? Also, die wollen schon, aber die können nicht. Oh, was bist du für einer? Sieht aus wie der Raider-Chef. Ein Polizisten vom Hub. Ja, mal hier gucken. Ist das ein Krämerladen? Ist das ein... Sieht nicht so aus, ne? Okay. Kein Krämerladen. Du. Hallo, da unten, wer seid ihr? Deputy Fry. Was ist Deputy Fry? Sprich mal mit dem. Hallo, Deputy. Ich will keinen Ärger machen, ich will aber euer Geld.
Hallo, mein Freund, Deputy Tony Fry steht dir zu Diensten. Was ist das denn für ein Ort? Oh, ein neuer. Willkommen im Hub. Du bist ja in der größten Stadt, die es an der Küste gibt. Soweit wir wissen, ist es vielleicht zwar die größte Stadt auf der ganzen Welt. Ich habe gedacht, du gehörst zum Caravan dazu. Bist du mit denen hierher gekommen? Nein. Das überrascht mich. Da draußen ging's ziemlich übel zu, besonders wegen der fehlenden Caravans. Aber jetzt bist du in Sicherheit. Halt dich von Maltese Falcon fern. Die machen immer nur Ärger, Decker und seine Leute. Wer ist Decker? Er ist der Besitzer von Maltese Falcon im Merchant Market. Aber halt dich von dem fern, wenn du keinen Ärger willst. Er ist ein Mörder, aber der Sheriff lässt ihn mich nicht festnehmen, solange ich keine Beweise habe. Was hat's denn mit den fehlenden Caravans auf sich? Das ist eine echt tragische Sache. Einige Caravans sind verschwunden. Butch drüben bei den Far Go Trainern hat eine Belohnung für Informationen oder irgendwelche Hinweise ausgesetzt. Geh mal zum Merchant Market, wenn dich das interessiert. Okay. Weißt du, wo ich einen Steuerchip herkriege? Der Chip meiner Vault funktioniert nicht mehr. Wir brauchen sofort einen anderen. Steuerchip? Also ich habe noch nie von sowas gehört, aber wenn das irgendwas mit Wasser zu tun hat, dann redet man mit dem Water Merchants. Das Hauptquartier von denen ist weiter unten im Süden, vorbei an der Stadtmitte. Okay. Hast du was zu handeln? Ja, das mache ich jetzt bei jedem. Oh, der hat was zu handeln. Goll, der hat ganz viel zu... Na, gut, das war's. Was ist denn das hier? Ja, ich will wissen, was das ist. Ach, 5 mm AP. Okay, das ist JAP. Also Armor Penetrating und normale. Und Stimpaks. Kannst du mir... Habe ich die BB-Gun noch? Nee. Ich habe die Magnum noch. Aber die wollte ich jetzt eigentlich nicht hergeben. Bam, 822. Das ist richtig viel wert, das Ding. Das macht die Eisen. 800. Das macht 812. Krass, wie viel Geld ich jetzt mit mir rumschleppe quasi. 1090, yeah. Also erstmal alle. Reicht das? Nee, haha, bei weitem nicht. Alle. Guck mal, das reicht. Ich glaube, der hat nicht mal die Kohle, um mich auszuzahlen. 783. Nee. Ich will ihm auf keinen Fall was schenken, Leute. Habe ich noch eine... Hatte ich noch eine zweite Magnum? Tatsächlich. Dann kriegst du die. Ja, komm, ist egal. Bitteschön. Hast du Gewinn gemacht, ne? Okay, das war ein gutes Geschäft. Ja, war's wohl. Für dich. Kein Problem, ob du es glaubst oder nicht. Unsere Stadt ist ziemlich sicher und bei der Polizei arbeiten nur extrem gut ausgebildete Leute, die für Frieden sorgen. Solange du dich von Maltese Falcon fernhältst, passiert dir nichts. Danke. Das werde ich natürlich nicht tun, weil ich will wissen, wer das ist und mich ein bisschen unterhalten. Geht's da irgendwo rein? Maltese Falcon. Malteser. Aha. Ist so ein Samariter. Nein. Hallo, muss mal ihre Tür einschlagen. Hallo. Guter Mann. Das ist Don. Oder Dan? Dan. Hallo, mein Freund, und willkommen im Hub. Darf ich mich vorstellen? Man nennt mich Dan, den Brahmin-Mann. Ich mache hier Deals mit allen Händlern, biete meine bescheidenen Dienste für einen absoluten Tiefpreis an. Also, was kann ich für dich tun? Ich möchte gerne einen Caravan? Nee, welche Dienste bietest du denn so an? Also, ich kann so ziemlich alles beschaffen, was den Magen eines Caravan oder einem Brahmin hier so fehlt. Wenn die irgendwas für ihre Caravans brauchen, bin ich für sie da. Sogar mit... Die großen drei kommen immer zu mir. Wer sind die großen drei? Ja, sowas, Kleiner. Warst du die ganze Zeit in der Höhle eingesperrt oder was? Die großen drei sind die drei größten Händlergruppen der Welt. Na gut, vielleicht nicht von der ganzen Welt, aber die haben sich... einen schönen Batzen unter den Nagel gerissen. Ungefähr so weit das Auge reicht. Zum Teufel mit dir, du Brahmin-Freak. Nein. Ach, die. Haha. Ich dachte, du sprichst da etwas anderes. Wie kann ich denn den Caravans beitreten? Ich habe keine freie Stelle, aber versuch's doch mal bei den großen drei. Es gibt sowas wie ein Arbeitsamt im Merchant Market. Das ist ganz nützlich. Da holen die... Was? Und auch andere sich ihre Männer. Aha, du hast keine freie Stelle? Bist du auch ein Händler? Ja, naja, nicht so richtig. Ich arbeite aber sehr eng mit den meisten kleineren Händlergruppen zusammen und ich weiß, dass wir niemanden einstellen. Hm, euer Pech. Ja, weiß, ich wollte... Nein, nein, nein. Sorry, was? Oh, no, ich... Oh, Mann. Jetzt ist er sauer auf mich, oder was? Ian, du bist gerade ein bisschen im Weg. Ist das eine Tür wieder? Wie komme ich denn zu ihr rein jetzt? Das ist doch eine Tür hier. Ich finde das ein bisschen komisch manchmal, man sieht es recht schlecht, ob das eine Tür ist oder nicht. Hallo, Dans Frau. Ich soll mit niemandem reden, wende dich bitte an meinen Ehemann. Die schreit mich alle an hier. Ich glaube, rot ist Schreien, oder? Ist aber nicht nett, dass sie mich anschreit. Ich gehe mal in euren Schrank. Das ist auch nicht nett, aber ihr seid auch nicht nett zu mir, ne? So, ihr habt nichts im Schrank. Fantastisch. Ich hätte gerne noch mit Dan gehandelt. Aber er will ja jetzt nicht mehr.
Es ist so doof, wie schnell man sich hier es verscherzen kann mit den Leuten scheinbar. Kann ich da irgendwas machen? Kropfzeug? Die haben überall Kohl und Weizen angepflanzt. Wahrscheinlich essen die nur Kohlsuppe und trinken Bier. Weiß es nicht. Ist das schon wieder Ende? Wer bist du? Ein Polizisten vom Hub. Man weiß halt nie, wer hier eine wichtige Person ist, deswegen muss ich alle abklappern. Auch ein Polizisten und ein Polizisten. Yay. Aha, ist hier niemand? Werde ich mich am Umsehen, haha. Mal gucken, gibt's was? Nein, wie immer nicht. Wer bist du? Ein Farmer. Oh, ich muss mir mal ganz kurz die Dinge auf dem Tisch hier ansehen, ja? Achso, das stört ihn nicht mal. Ist auch lustig, ne? Ich kann einfach hingehen und mir die Sachen angucken. Ich glaube, hier war es das auch schon wieder. Mal die Tür auf. Hallo, wer bist du? Ein Polizisten und ein Polizisten. Wer hätte es gedacht? Das ist ja ich hätte Wahnsinn. Was man hier für Leute trifft. Ein Stuhl. Ja, was? Du siehst eigentlich... Ich will die Tür öffnen. Da kannst du nicht hin. Warum nicht? Warum steht der Typ eigentlich davor? Na? An deiner Stelle würde ich mich von Decker fernhalten. Mach ich doch. Mach ich doch, Kumpel. Alles cool. Och, Ian. Steht mir auch im Weg rum hier, ne? Hier ist ja was drin. Ah, Badezimmer. Ian, jetzt lauf mir nicht immer nach. Ich kann ihn... Warte mal. So, danke. Mach mal Platz. Diese NPCs, ne, wie die einem immer den Weg versperren. Aber ihr habt ja schon gesagt, man kann die wegschubsen, wenn man so das Benutzensymbol auf die anwendet, glaube ich. Irgend sowas. Was haben wir da? Gunther! Der gute Gunther. Ich will aber erstmal dein Zeug klauen. Darf ich das? Die haben auch alle nichts, die armen Schlucker. Nee, hat er auch nicht. Gunther. Ich mach dich munter. Willkommen in meinem bescheidenen Heim. Was kann ich für dich tun? Wo kann ich hier Munition und Waffen kriegen? Also, ich kaufe das meiste bei Beth drüben im Waffenladen, aber sie hat eine ziemlich sie hat eine ziemlich große Auswahl. Was mache ich, wenn ich was Exotischeres suche? Ich habe gehört, drüben in Old Town gibt es einen Typen, der mit schweren Kalibern handelt. Kann ich dich noch was fragen? Was willst du sonst noch wissen? Was macht man hier so? Ich schlag mich so durch. Ich heuer bei den Caravans an, wenn ich knapp bei Kasse bin und arbeite ab und zu für die Bauern unten im Süden. Kann ich dich noch irgendwas fragen? Na klar. Wer ist hier der Gesetzeshüter? Wahrscheinlich bist du Deputy Fry schon über den Weg gelaufen. Sein Boss ist Sheriff Green. Du findest ihn meistens auf der Polizeiwache. Na gut, danke für die Auskunft. Ich werde auch nicht beim Handeln, das bringt glaube ich nichts. Wir gehen mal weiter. Die meisten haben hier eh nichts, die armen Schlucker. Ich muss hier einen Shop finden. Irgendwas, wo ich wirklich handeln kann. Was ist das hier? Sieht auch nicht gerade wie ein Shop aus. Geht's auch nicht weiter hoch. Okay, es ist sehr verwinkelt hier alles, ne? Oh, da sieht's gut aus, warte mal. Gute Frau, ich gehe mal durch den Hintereingang. Hier hat überall im Regal was liegen. Oha. Überall hat sie Zeug, warte mal. Ich speichere mal ganz kurz. Ja, ich weiß, Ctrl-S geht schneller. Ich könnte hier mal neue Spielstände anlegen soweit, aber es passt schon. Und? Nix. Schade, ich dachte schon, ich kriege jetzt was. Nix. Ne? Dinge. Wahrscheinlich ist mein Skill so niedrig. Er sieht einfach nicht, was ich hier Nützliches plündern kann. Ne, echt mal. Ich glaube, das hat was mit meinem Skill zu tun. Oder ich weiß ja auch nicht, was hier schief läuft. Was war das? Wie heißt sie? Eine Dirne? Habe ich mich gerade verlesen? Hallo, willkommen in der Bibliothek. Das ist die Bibliothekarin. Ich glaube, ich habe dich hier noch nie gesehen. Welches Wissen suchst du denn? Ich suche nach einem Steuerchip. In meinen Forschungen bin ich auf einige Verweise auf solche Dinge gestoßen. Ich habe eine Holodisk mit einigen Informationen, die für dich vielleicht von Nutzen ist. Eine Holodisk? Kann ich die haben? Informationen sind heutzutage sehr schwierig zu bekommen. Ich muss für die Disk 700 Hubscheine verlangen. Was? Diese Holodisk sieht aber schon ziemlich abgenutzt aus. Ich gebe dir 500. Du hast recht. Die Disk hat schon bessere Zeiten gesehen. In diesem Fall nehme ich die 500 statt des ursprünglichen Preises. Mrs. Stapleton nimmt dein Geld. Okay. Wie ich vielleicht schon erklärt habe, musst du die darauf gespeicherten Informationen mit Hilfe eines Pip-Boys lesen. Mrs. Stapleton gibt dir die Holodisk. Cool. Danke dir. Ich rede nochmal mit ihr. Was für Bücher hast du denn?
Also, hier ist meine Auswahl. Ach, ich kann handeln, super. Welche Bücher? Sie hat Stimpaks und Kram. Deans Electronics, Erste-Hilfe-Buch, Pfadfinder-Buch. Oh Gott, die hat ganz viel gutes Zeug. Gewehre und Kugeln. Oh Leute, ich kaufe mir jetzt erstmal ein paar Bücher. Dann kann ich hier auf jeden Fall, was ist das? Fachlexika. Was bringt die? Deans Electronics ist, glaube ich, für Reparieren oder so. Pfadfinderbuch ist für Überleben und Gewehre und Kugeln. Oh ne, will ich so. Dann. Was? Tausend? Bist du ganz sauber? Ich nehme mal so eine Fachlexika. Oh ja, 2007. Warte. Ich habe da noch ein paar Sachen, die ich hier abtreten kann. Was ist das? Ach, die Holodisk. Ich setze mal das hier. Das hier und. Na, so eine Schrot will ich jetzt eigentlich nicht loswerden. Wo ist denn der Beutel jetzt eigentlich hin, den ich da hatte? Dieser Sack, der ist weg. Ach du heiliges Elend. Was die halt haben will, ne? Wenn ich nur mal kurz ausleihen möchte, muss ich hier 1000 Kronenkorken zahlen oder was für so ein Buch. Okay, ich will nur mal das Buch lesen. Ja, 1000 Kronenkorken bitte. Stell dir vor, ihr geht in die Bücherei und müsst erstmal hier, was weiß ich, 1000 Euro zahlen, dass ihr. Ne? Also komm. Man kann es übertreiben, gute Frau. Was kriegst du denn die Luger von mir aus? Ha, jetzt schuldest du mir was. Richtig viel sogar. Ich noch die Stimpaks, alle. 3000. Blöde Schabracke. Guck mal, was die von mir haben will für das. Was ist denn das für eine Kuh? Weißt du, ich gebe ihr schon 500 und dann noch sowas. Ich bin ein richtig guter Kunde. Ja, jetzt passt da. Es stickt dran. Ah, das ist ein gutes Geschäft. Ja, ja, ja. Gutes Geschäft. Ist auch ein gutes Geschäft. So, warte. Also sowas, ne? Da zieht ihr mich voll ab. So eine Bibliothekarin, so eine ganz Unschuldige mit einem Dutt wahrscheinlich auf dem Kopf. So eine nette Frau. Was macht sie? Zap. So, jetzt lernen wir erstmal ein bisschen was. Mit Waffen besser umgehen. Sehr gut. Und was haben wir hier? Fachlexika bringt mir was? Du siehst eine Nee, was? Du erlangst neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Ach so, das war. Warte, ich will erstmal ganz kurz gucken. Character. Oh, kleine Waffen 86%. Yes, dann haben wir es ja fast. Aber ich werde auch jetzt nichts mehr skillen wahrscheinlich darin. Erste Hilfe hätte ich vielleicht skillen sollen. Wo ist denn Wissenschaft? Da 37%. Reden, Handeln, Spielen, Naturbursche. Was bringt Spiel nochmal? Achso, das ist für Zocken, ja. Reparieren vielleicht? Wissenschaft? Ne? Falle. Stehlen, öffnen. Öffnen wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich das irgendwann mal ein bisschen skille. Aber ich bin ja aus Level 4. Ich bin erst Level 4. Das hat noch ein bisschen Zeit. Und ich habe 7250. Nicht mehr viel und ich habe schon eine Level-Up. Sehr gut. So. Ich wollte mir mal die Holodisk ansehen. Was haben wir denn? Da drauf. Wunderbar. Ah, Pipboy zeigt an. Daten werden von der CD geladen. Du erhältst 100 Erfahrungspunkte. Ja, und nu? Nu? Was habe ich davon? Pipboy zeigt an. Datei im System gefunden. Download abgebrochen. Warte mal, das ist da jetzt bestimmt irgendwo hier. Ne, nicht Inventory, sondern Pip. Status. Shady Sands. Daten. Vault Standorte. Okay, das ist einiges. Vault Standorte. Version 34.1.29. Revision C. West-USA. Willkommen zur neuesten Ausgabe der Broschüre Vault Standorte der West-USA. Wir hoffen, dass Ihnen die Broschüre gefällt. Und Sie immer daran denken, dass Vaults nicht nur für Erfolgreiche, sondern für alle da sind. Vault 12. Unter der wachsenden Metropole Bakersfield liegt der technologische Glanz der Vault 12. Ausgestattet mit allem, was der künftige Vault-Bewohner begehrt, erhielt die Vault 12 für ihre Sicherheitsvorkehrungen den Preis beste Vault-Ausstattung. Der Schutz, den diese tief unter der Erde liegende Vault für ihren Bewohnern bietet, ist beispiellos. Wie alle Vaults wurde auch die Vault 12 mit den neuesten Wasserreinigungssystemen ausgestattet. Da dieses System sogar die Abwässer aus der Kanalisation von Bakersfield aufbereiten kann, stehen täglich über 15.000 Gallionen reines Trinkwasser zur Verfügung. Vault 13. In einer landwirtschaftlich schönen Bergregion nordwestlich der Vault 12 gelegen, bietet diese Vault seinen Bewohnern einen endlosen Vorrat reinen Wassers. Die Gerüchte, dass das Wasser in diesem Gebiet von einem Atomkrieg verseucht werden könnte, wurden vom Ministerium für Wasser und Strom als völlig unbegründet zurückgewiesen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass das Wasser in diesem Gebiet verschmutzt werden sollte, wurde die Vault 13 mit dem von der Regierung genehmigten Wasserreinigungssystem ausgestattet.
Da dieses System ohne großen Verlust mehr als 250.000 Stunden arbeiten kann, haben die künftigen Vault-Bewohner nichts zu befürchten. Vault 15. Östlich der Vault 13 konnte das Bauvorhaben Vault 15 problemlos umgesetzt werden. In die Verstärkung der Wände auf der dritten Ebene wurde viel Arbeit gesteckt. So können die zukünftigen Vault-Bewohner sicher sein, dass der Steuercomputer der Vault selbst bei einem starken Erdbeben weiterhin funktioniert. Bei der Besichtigung der neu erbauten Vault haben viele potenzielle Vault-Bewohner die Verbesserung dieser ohnehin schon beeindruckenden Vault ehrfürchtig bestaunt. Also die Vault 12 wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, oder? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Da könnten wir jetzt vielleicht noch einen Chip finden. Aber die Vault 12, die muss ja dann nordwestlich von uns sein. Crimson Caravan. Ach, da haben wir es ja. Ja, die kaminrote Karawane. Wer bist du? Die Wache? Demetre. Oui, oui. Warte mal, ich speichere das mal. Zack, Steuerung S. Gizmo. Ja, ich speichere jetzt andauernd, Leute. Könnt ihr euch drauf verlassen. Wenn ich erstmal das Regal hier untersuche, vielleicht werde ich dann sterben. Okay. Kann mich hier mal umsehen. Oh, du bist irgendwie interessant. Carrie, du hast grüne Haare. Ne, komm, hinlaufen. Hinlaufen. Das ist bestimmt irgendwo eine Tür. Hallo? Hä, wie kommt man denn hier rein? Ach, da unten ist auch noch ein Eingang wahrscheinlich. Carrie! Ne? Nee, okay, rede ich mal mit Carrie hier. Wer zum Teufel bist du? Wenn du einen Job willst, musst du mit Demetre reden. Demetre. Ja, hallo, wie geht's denn so? Mein Name ist Demetre. Demetre Romaro, Anführer des bei weitem besten Caravans im Ödland. Suchst du einen Job? Du siehst ganz fit aus. Ja, und? Genau das suchen wir. Im Kampfgetümmel fühlst du dich pudelwohl, stimmt's? Überall pfeifen Kugeln um deinen Kopf. Du zerfetzt deinen Freund. Dein Feind. Siehst der Angst in die Augen, was? Okay, warte mal. Ganz kurz gucken. Ja, du siehst aus, als ob du nützlich sein würdest. Und wir zahlen gut. Oh ja, das tun wir. Wir haben gerade ein paar freie Stellen. Du bist doch bestimmt interessiert, stimmt's? Was ist mit der Kohle? Wir zahlen 600 Tabscheine pro Job garantiert. Man sagt von uns, dass wir immer den gefährlichsten Weg gehen. Ich sage, dass das Aufregendste ist. Nee, dass das am aufregendsten ist. Man bräuchte doch ein bisschen Aufregung im Leben. Nee, man braucht doch ein bisschen Aufregung im Leben. Habe ich recht? Natürlich habe ich recht. Schreist du immer so rum? Nein. Das ist doch genau das, was ich suche. Recht so. Sprich mit Carrie nebenan. Sie kann dir sagen, wann der nächste Caravan losfährt. Okay. Das alte Schwein findet es also okay, dass du für uns arbeitest. Was? Ich muss ein scharfer Macker sein. Nee, du musst ja ein scharfer Macker sein. Ich bin beeindruckt. Aber mal schauen, wie du dich schlägst. Wir fahren... Oh. Wir fahren nur zweimal jeden Monat, am 3. und am 17. Kriegst du das hin? Wir klappern alle wichtigen Stellen ab. Das Brotherhood of Steel, Junktown, Necropolis und den Boneyard. Und die Bezahlung? Wir zahlen am besten 600 Scripts und das ist garantiert. Aber du musst nicht beide machen. Das ist eine ziemlich schwierige Caravan-Fahrt. Und es ist fast sicher, dass man auf Gangster stößt oder Schlimmeres. Bei meinen Caravans können wir keine Waschlappen gebrauchen. Und du bringst lieber genügend Munition mit. Wir fahren los im 3. Januar, und zwar am 3. Im Januar, und zwar am 3. Bist du interessiert? Okay. Cool, der nächste fährt im Januar, und zwar am 3. Komm dann wieder und ich setze dich auf die Caravan. Wie immer gibt es 600 Scripts. Okay. Das heißt, warte mal. Was heißt am 3. Januar? Was haben wir denn jetzt? Ich sehe es nicht, Leute. Meine Zahl von der Aufnahme ist drüber. Ist es der 1. Januar? Ja, komm, dann haben wir ein bisschen Zeit. Es sind noch 123 Tage, von daher alles cool. Alles cool. Warte mal. Kann ich mit dir handeln? Warte. Oh, tatsächlich. Du hast ein bisschen was... Ne, aber nicht genug für mich. Ja. Ich brauche einen Steuerchip. Steuerchip? Von denen habe ich noch nie was gehört. Frag mal in einem der Läden draußen nach. Die wissen alles Mögliche. Wolltest du eigentlich einen Job? Was zahlt ihr denn so? Hatten wir schon. Ist ja genau... Ja, okay. Tschüss. Ich will ihn nicht beleidigen mit Bubi oder so. Dann gibt es nämlich Ärger. Das wette ich mit euch. Ah, der General Store. Der General Store. Der heißt so. Der Kerl. Ah, ich will mir nämlich ganz kurz was ansehen. Ich klau dir bestimmt nichts, Kumpel. Will mich nur mal umsehen in deinen Dingen, die du da gelagert hast. Geht gar nicht. Ach komm, beziehungsweise ist da wieder nichts. Wie kann ich heute helfen? Ich möchte was kaufen. Großartig, schau, was ich habe.
Hast du vielleicht ein paar gute Waffen für mich? Was ist das denn? Ein Geigerzähler? Okay. Mentats, was ist das? Ein Scanner? Fachlexika? Was willst du dafür haben? Ist wieder Wissenschaft, ne? Oh, es geht sogar. Er verkauft mir das viel günstiger. Warum habe ich mir das nicht bei ihm gekauft, sondern bei dieser Bibliotheksschabracke? Brennstoff. Ich möchte keine Flammenwerfer. Right away. Ein Funkgerät. Ein Funkgerät habe ich ja schon. Ich kaufe mal ein Seil, oder? Na, ich mache immer das Falsche. Okay. Ach, das kostet ja gar nichts. Dann nehme ich die mal mit. Alle. Weiß nicht, ob ich noch Seile brauchen kann. Eins habe ich noch. Nee, warte, dann nehme ich mal nur. Nehme ich mal nur zwei. Was hast du denn noch? Was ist das? Super Stimpak. Okay. Lass mich raten, das kostet richtig viel, ne? Oh ja. Verhältnismäßig. Psycho? Ne, will ich nicht. Pfadfinderbuch? Erste-Hilfe-Buch? Ah, das geht sogar. Das ist alles sehr günstig. Ich kaufe mal die ganzen Bücher bei dir. Ein Scanner. Ein Scanner für was, ist die Frage. Ein Scanner für was? 27 Stimpaks hat er auch noch. Meine Güte. Ich habe ja noch eine ganze Menge zu verkaufen. Hoffe ich. Habe ich noch? Warte mal, kannst du das? Oh, 50 gibt's dafür. Ich habe es ja schon gescannt, von daher ist das okay. Schrotflinten mag ich auch nicht so. Das Messer will ich nicht. Obwohl es eigentlich... Ich gebe das mal ihren. Das Gewehr ist ziemlich geil, glaube ich. Deswegen werde ich das auch mal behalten. Aber die Magnum brauche ich jetzt nicht. Genau. Kann ich noch irgendwas loswerden, oder? Ich muss halt echt jetzt mal mit Kronkorken nachziehen. Das Zippo will ich eigentlich nicht. Das werde ich vielleicht irgendwann nochmal brauchen. Aber ich habe jetzt keine Schrot, von daher geben wir ihm mal alles. Oh, das ist sogar gut. Das gab richtig Kohle. Ich nehme doch das Messer noch. Ja. Oder? Nee, komm. Ich nehme das mal lieber zurück, weil Ian soll ja was haben, mit dem er kämpfen kann. Was war denn das hier nochmal? 9 mm? Cool. Ernsthaft? Achso, 9 mm. Ich habe ja die 10 mm. Dann gebe ich die alle noch Ian hier. Nee, muss ich ja selber mitschießen. Verdammt. Was kann ich denn noch machen? Die Arzttasche. Nee, komm. Dann werde ich das ausgleichen. Wie viel brauchen wir? 51. 51. Zack. Bitteschön. Danke, auf Wiedersehen. Ja, ich meine, die Bücher bräuchte ich nicht alle, aber ich glaube, je mehr von den Büchern ich mitnehmen kann, desto besser, ne? Oh, dass man das Inventar nicht anders aufteilen kann. Also ich meine, so zwei Reihen vielleicht, das wäre voll gut. Oh, muss ich so machen. Zack. Und? Heilverfahren für Verletzungen. Dienst Electronics. Reparatur, defekte Geräte. Und? Ah, ich habe mir einen Scanner gekauft. Oh nein. Scanner der Firma Watts Electronics vom Typ CU erkennt Bewegungen von biologischem Material auf einer Entfernung von mehreren Metern mittels eines justierten Radargeräts. Warte mal. Ich pack mal den mal rein. Okay, aber was bringt mir das, der Scanner? Hätte ich den mal lieber nicht gekauft, ne? FLC, was ist das? Friendly Landing Company. Psst, komm her. Sieht aus wie ein Ghoul. Also, was machst du denn im Hub? Das hat der mich angequatscht. Warum? Also, du schaust wie ein Geschäftsmann aus. Ich bin ein Geschäftsmann, aber... Und ich habe gedacht, wir könnten über Geschäfte reden. Na gut, was machst du hier? Ich mache ein bisschen dies, ein bisschen das. Ich besorge Informationen und Sachen für Leute. Egal, was die brauchen oder suchen. Ja, ich brauche einiges. Na, wir haben doch alle unsere Bedürfnisse. Vielleicht kann ich dir ein bisschen helfen. Was für Bedürfnisse hast denn du? Ich habe das Bedürfnis nach Informationen. Du suchst Informationen, was? Als ehrwürdiger Geschäftsmann habe ich Ausgaben, deshalb brauche ich ein paar Deckel, damit ich dir sagen kann, was du wissen musst. Gut, das wäre geklärt. Was willst du denn wissen? Gibt's was über Steuerchips, was du mir erzählen kannst? Du glaubst also, dass ich ein bisschen mehr über diese Steuerchip-Dingsbums weiß, was? Du könntest recht haben, das kostet dich aber was. Ich glaube, 500 Deckel sollten reichen. Pff, nö, ist zu viel für meinen Geschmack. Kein Problem, wenn es doch was gibt, was du wissen willst, komm gleich zu Lenny und sprich mit ihm. Ja. Nee, ich lasse das. Ich rede jetzt nicht mit dem. Das ist mir zu teuer. Oh Gott, Leute, es wird schon Nacht, ich sehe gar nichts mehr. Oh, da geht's drin. Gibt's hier irgendwo was, wo ich pennen kann? Kostet das was bei euch?
Der Barkeeper. Ja, ich renn mal hinter die Theke kurz. Was willst du? Erstmal handeln. Kostet nur Kronkorken. Na toll. Wie wär's mit einem Wasser? Das macht dann zwei Deckel. Okay. Da. Da, der Barkeeper schiebt dir einen schmutzigen Zinnbecher voll trüben Wasser hin. Nachdem du das Wasser getrunken hast, hast du einen komischen Nachgeschmack im Mund. Nichts will ich. Ja, das kriegen wir schon hin. Einen komischen Geschmack war es übrigens nicht. Nachgeschmack, ja, ja. Einen aufgebrachten Spieler und den Roulette-Croupier. Croupier. Kann ich hier... Oh, guck mal, da oben ist ein Regal. Vielleicht gibt es da was zu holen. Was ist das hier? Ein Badge. Bad Pete. So. Da ist nichts drin. Ah, ist hier nirgends was? Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Überall. Ja. Mit dem Rehen. Ein Söldner, bist du? Eine sehr hübsche Frau. Oh, warte mal. Hallo, Missy. Lass mal durch. Lass mal durch. Hallo, gute Frau. Keine Piepschaus! Okay, alles klar. Die hat was gegen, dagegen, wenn ich sie betrachte, oder was? Geht's da noch weiter? Warte mal. Oh Gott, das ist riesig hier alles. Okay. Hi, wer bist du? Arwen. Ach Junge, kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Ich habe schon genug Probleme. Probleme? Vielleicht kann ich helfen. Ich weiß nicht. Ich brauche eine andere Sorte Held als dich. Aha. Hör mal, warum kommst du nicht wieder, wenn du ein bisschen Erfahrung gesammelt hast? Okay. Schade. Warum denn? Ist das... Sieht ja gut aus, die Badewanne. Polizisten. Ah, du siehst Bob, Besitzer von Bob's Iguana Bits. Hi, willkommen in Bob's Iguana Bits, dem Familienrestaurant. Was darf ich bringen? Kannst du mir was über einen Steuerchip erzählen? Hab noch nie einen von ihnen hier gesehen. Die Water Merchants brauchen sie nicht. Water Merchants? Du musst neu in der Stadt sein, wenn du solche Fragen über die Water Merchants stellst. Wasser ist Leben und du wirst nichts Mächtigeres finden als Leben und Tod. Was passiert was Interessantes im Hub? Tja, die einzige Neuigkeit ist, dass die Children of the Cathedral das Krankenhaus übernommen haben. Ziemlich langweilig hier in letzter Zeit. Sonst noch was? Warte mal, lass mal gucken. Hast du einen Leguan am Spieß? Ja, hat er sogar. Nom nom. Nee, lass mal. Muss ich jetzt nicht haben. Nichts. Tschüss. Oder doch, gib mir mal einen Leguan. Was willst du? Sicherlich. Für 8 Dollar. Ja, wir haben die ganzen Leguan am Spieß. Für 20 Dollar und unsere erste Wahl für 8 Dollar. Was? Wir haben ganze Leguan am Spieß? Ich nehme ein Stück. Leguan bester Qualität, kommt gleich. Sonst noch was? Nö, das passt schon. Ah, ich habe wieder mehr HP bekommen, oder? Gans, da gibt's Gans. Ich will Gans. Wache der Fargo-Traders. Hallo. Was bist du denn? Sowas wie ein Skag, raus mit dir und zwar schnell. Ich will da nur eine Waffe kaufen. Hallo. Oh, guck mal, das Hinterzimmer. Warte. Hoffen wir, die haben da nichts gegen, wenn ich mich ein bisschen hinten im Hinterzimmer umsehe. Ich muss mal ganz kurz was nach überprüfen, ja? Ach, schade. Bei Killian ging das alles. Da konnte ich mir alles schön aus den Regalen ziehen. Aber hier? Haben die das irgendwie jetzt... Ja, natürlich kann ich da hin. Jetzt mach doch mal. Wer ist denn das? Allerdings nur während der Geschäfts... Okay. Dann werde ich wohl mal rasten müssen. Ausrasten werde ich gleich. So. Was haben wir denn? Bis zum Mittag. Nee. 6 Stunden. Ich hole mich mal 6 Stunden aus. Dann haben wir das. Dann nochmal 4 Stunden. Dann ist Mittag. Passt schon. Also 9 Uhr morgens. Wenn ich halt wüsste, was die Geschäftszeiten sind. Ihr habt ja nicht mal hier einen Plan aushängen, Mensch. Hallo, womit kann ich dir helfen? Ich möchte was kaufen. Nee, gibt's in dieser Stadt einen Ort, den ich meiden sollte? Oh ja, du solltest den Mantles Falcon so weit wie möglich fernbleiben. Decker und sein schleimiger Schoßhund Kane sind üble Gesellen. Die fressen dich bei lebendigem Leibe, wenn du nicht aufpasst. Ich würde auch um Lorenza von Friendly Landing Company einen weiten Bogen machen. Na gut, ich möchte was kaufen. Wenn du Geld hast, hast du meine volle Aufmerksamkeit. Okay, du hast Metallrüstung, die ich nicht brauche. Nee, das ist eine Lederrüstung. Das ist eine Metallrüstung. Huiuiui. Ein Schlagstock. Ein Speer.
Wow, Vorschlaghammer, eine Pistole. Bringt mir aber alles wahrscheinlich nichts, weil ich so schwach bin. Ich habe nicht genug Stärke dafür. Ein Kampfmesser. Und BB-Kugeln. Ja, die sind Quatsch, wenn ihr mich fragt. Na gut, das scheint richtig nett zu sein. Ich finde es doof, dass man hier die Schadenswerte noch nicht so sieht, die ich damit hätte. Aber so eine Metallrüstung ist schon geil, ne? 1800, das geht sogar noch. Das geht hier noch. Warte mal, die werde ich erstmal weglegen. Ich guck mal, kann ich meine Rüstung eigentlich ausziehen? Kann ich quasi nackig hier rumlaufen? Warte mal. Ja, kann ich. Dann habe ich nochmal eine Vault. Okay. Warte. Ich weiß ja nicht, ob das eine... Ja, ich hoffe, dass ich jetzt keinen Fehler mache. Warte mal. Nicht tschüss. Ah, ich habe ja gespeichert. Jetzt, ich speichere nochmal. Komm, das war nachts. Wir haben jetzt den 2. Januar, ne? Ja. Also wenn ich noch einen Tag warte, kann ich auf jeden Fall mit der Caravan losziehen. Das trifft sich ganz gut. So. Bata. Ich hoffe, das ist jetzt nicht doof gewesen, dass ich nämlich das Ding nicht tragen kann. Ja, seht ihr, ich kann sie halt nicht betrachten. Das ist echt blöde. Also, dass ich sehe, was für eine Stärkevoraussetzung das Ding hat. So. 800 kriege ich dafür gerade mal. Achso, ich habe das Buch noch nicht gelesen. 840. Das ist doof, ne? Das Gewehr. Oh, ne. Das will ich aber nutzen. Das ist recht gut, glaube ich. Nein. So. Der Rucksack gibt 100. Na, es lohnt sich. Ich habe mir doch die Seile gekauft, oder nicht? Oh, Mentats gibt richtig viel. Okay. Die Katzenpfote, habt ihr gesagt, das wäre eine Anspielung irgendwie auf andere Teile von Fallout. Da kommt noch was dazu. Die Tasche bringt auch nicht viel, ne? Ne, komm. Eins hier, was bringt das? Auch nicht so wirklich viel. Ich habe noch das Skorpionsgegengift, aber kommen hier noch so viele Skorpione, ist die Frage. Ach, da muss ich halt nachlegen. Das sind 713. Oh Mann, ey. Ich werde schon wieder arm gemacht hier. Irgendwie so einer blöden Metallrüstung. Ja, komm, nimm und stirb. Ich stick dran. Okay, das ist ein gutes Geschäft. Tschüss. So, wenn das jetzt nämlich nicht tragbar ist von mir. Ich hätte den Scanner nicht kaufen sollen, ne? Echt jetzt mal. Zack. Oh, das ist sogar richtig gut. 17 Rüstung. Bla 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 bla. Okay. Ich hoffe zumindest, dass sich das lohnt. Ich habe nur Armor 17. Warte mal. Dann lade ich das wieder. Was hatte ich denn vorher jetzt? Mit der Lederrüstung hatte ich wie viel Rüstung? Das bringt halt viel weniger Schutz, aber... 22, ja wahrscheinlich, weil ich... Na, ich warte noch ein bisschen mit der Metallrüstung. Ist jetzt Quatsch. Die Police. That's the sound of the police. Whoop, whoop. Hallo. Na, ein Deputy Kenny. Justin Green. Hallo, Sir. Mein Name ist Justin Green. Ich bin der Sheriff in dieser schönen Stadt. Was kann ich an diesem wunderschönen Tag für dich tun? Du machst dir gute Arbeit. Naja, danke. Wir tun unser Bestes. Es ist nicht leicht in einer so großen Stadt, aber wir machen das Beste aus dem, was wir haben. Schlimm, wenn Verbrecher besser bewaffnet sind als man selbst. Okay. Na, das ist aber ein netter Kerl, ne? Ein richtig netter Kerl. Okay, was kann ich denn noch loswerden? Ich habe so viel Gewicht dabei mittlerweile. Ja, muss ich ja so lesen. Zack. Und Wissenschaft. Ja, wissenschaftliche Erkenntnisse. Hey, das war richtig schwer, das Buch. Ich könnte mal die ganze Munition hier, ne? Was will ich eigentlich mit 5mm? Die braucht 23er FMJ, also die hier. Kann ich das irgendwie sortieren? Alle. Gut, wir haben es nachgeladen. Das ist schon mal was. Ich brauche so vieles hier nicht. Wie viel habe ich eigentlich an maximaler HP? 47, das passt. Ne, ich habe echt so viel Gewicht dabei mittlerweile. Oh. Oh Leute, da wurde ich eben einfach rausgeschmissen. Von einem tollen Programm, was ich dann nennt Virenscanner. Aber das ist nicht schlimm, ich habe noch gespeichert vorher und ja, der Part ist eh vorbei soweit. Naja, gut, ich werde mal sehen, wie ich mich weiter schlage. Ich hoffe, euch gefällt es auch weiterhin. Und bedanke mich schon mal für die Likes und die Kommentare. Wir sehen uns wieder zu Fallout.